Guten Abend, meine Damen und Herren. Oh, ich sehe auch bekannte Gesichter, ja wunderbar. Und vor allem freundliche Gesichter in Freckenhorst. Ich muss gestehen, ich war noch nicht in Freckenhorst, aber ich war schon in Warendorf. Und freue mich über diesen warmen und herzlichen Empfang, sogar mit Schnittchen. Also das ist im Münsterland halt doch ein bisschen anders als woanders. Und mitten in der Krise darf ich über was reden, über die Kirche oder über den Glauben? Schwierig, sollen wir über die Kirche reden oder über den Glauben oder ist das nicht das Gleiche? Nein, es ist doch irgendwie nicht das Gleiche, diesen Zahn müssen wir vielleicht gleich am Anfang mal ziehen. Auch wenn mancher Geistliche, wenn er das hört, vielleicht erst mal mit den Zähnen knirscht, um es milde auszudrücken. Aber ich habe irgendwann gelernt im Studium, nicht nur in Münster, sondern auch vorher schon in Erfurt, die Dinge voneinander zu trennen, um damit glücklicher leben zu können, um nicht daran kaputt zu gehen, um nicht, ja, vielleicht auch zu verzweifeln und dann ein bisschen den Mut zu verlieren, nämlich zu trennen Glaube als meine ganz persönliche Angelegenheit, die nur den lieben Gott und mich was angeht, von der Institution Kirche, das ist das nächste Paar Schuhe. Noch nicht schimpfen, ich erkläre es gleich. Und dann gibt es noch ein paar Schuhe, was ich dann gemerkt habe während des Theologiestudiums, das ist die Theologie. Was hätte ich davon gehabt, mich innerlich zu zerfetzen, aufzuregen, zu ereifern oder vielleicht daran sogar zu verzweifeln, dass ich beispielsweise über Jahrhunderte Theologen manchmal nicht nur verbal die Köpfe eingeschlagen haben. Wer nun recht hat in dieser und jener Diskussion in der Theologie, was hat das mit meinem persönlichen, ganz persönlichen Glauben zu tun? Wie hätte ich verzweifeln können in manchen Situationen, die ich persönlich erlebt habe, die nicht nur wehgetan haben, sondern die teilweise sogar Wunden hinterlassen haben? In der Institution, in der Kirche, in der katholischen Kirche, hätte ich deshalb sagen sollen, so lieber Gott, jetzt kannst du mich mal gern haben? Hätte die Kirche oder hätte die Theologie die Kraft und die Macht, mir das zu nehmen, was mir sonst eigentlich keiner nehmen kann, den Glauben? Also, im Grunde genommen kann man mir alles nehmen. Geld, Besitz, Auto, also was auch immer. Man kann mir sogar meine Familie nehmen. Man kann mir sogar meine Freunde nehmen. Man kann mir das Liebste von der Welt quasi nehmen, wie auch immer, aber das kann man mir nicht nehmen, den Glauben. Weil das meine ganz persönliche Angelegenheit ist, die ich empfinde, die ich lebe. Die kann man mir nicht nehmen, die kann man mir kaputt machen, wenn ich sie mir kaputt machen lasse. Und erst als ich gelernt habe, dass mein Glaube, mein persönlicher Glaube nichts damit zu tun hat, ob der Bischof spinnt oder der Papst etwas sagt, was mich aufregt, ob die Institution Kirche etwas tut, was mich an den Rand des Wahnsinns bringt, ob mich die Kirchensteuer nervt und was auch immer, oder ob es um mich herum Ereignisse gibt, die manchmal vor Gericht verhandelt werden müssen, die die Kirche scheinbar in eine Krise gestürzt haben oder vielleicht zu Recht in eine Krise gestürzt haben. Wenn ich mich davon hätte kaputt machen lassen und mir meinen Glauben hätte nehmen lassen, hätte ich was falsch gemacht, glaube ich. Darum war es ganz gut, das wirklich erst einmal voneinander zu trennen. Mein persönlicher Glaube geht keinen anderen was an. Und dann die Institution und dann die Theologie. Und dann ging es mir besser. Und dann, als ich das gespürt habe, das funktioniert, wenn ich das schön voneinander trenne, dann fahre ich damit besser, dann konnte ich das wieder zueinander packen. Und es fühlte sich viel besser an, man verzweifelt nicht so schnell. Mitten in der Krise, nach solchen Vorgängern, die hier schon gesprochen haben, bin ich natürlich die bescheidenere Ausgabe, aber mitten in der Krise sprechen wir über den, ich würde gerne über den Glauben sprechen. Und vielleicht mal so eine kleine Denkaufgabe für den Abend.
Ich will jetzt gar nicht die Frage stellen, was ist Glaube? Aber wir sind hier im christlichen, jüdisch-christlichen Abendland. Nehmen wir mal die christliche Variante hier im Münsterland. Was ist der Glaube? Wäre ein bisschen einfach, aber vielleicht überlegen Sie mal nebenbei, was die Grundfrage des Glaubens ist. Die Grundfrage des christlichen Glaubens. Gibt es hier Religionslehrer? Hätte ich vielleicht vorher fragen sollen. Es meldet sich keiner. Wer weiß, dass hier ein Religionslehrer irgendwie dabei ist? Alles klar. Ist immer so. Und die Priester, die müssen dann immer herhalten. Nee, das machen wir jetzt nicht. Ich würde Ihnen gerne am Anfang mal zwei Geschichten erzählen. Kurze Geschichten. Beide haben sich sogar hier in der Nähe zugetragen. Zuerst die Geschichte einer älteren Dame. Und ich erzähle Ihnen gerne von Menschen. Heute Abend. Nicht, weil es die einfachste Variante für mich ist. Ich will Sie heute Abend nicht vollpacken mit großer Philosophie. Vielleicht wäre ich da auch nicht so gut, aber es ist eigentlich viel besser, von lebenden oder manchmal auch nicht mehr lebenden Beispielen zu erzählen, weil man sich da oft ganz gut wiederfindet und man nicht alle Gedanken neu erfinden muss. Also ich muss nicht alle Gedanken neu erfinden, aber ich hätte, zumindest einen Rat gegeben dieser älteren Dame, auch wenn sie wesentlich älter war als ich, die sagte, ich hätte so gerne noch einmal mit ihm gesprochen. Diese alte Frau, die alle die Gräfin nannten. Wenn ich doch nur noch einmal die Möglichkeit hätte, ihm zu sagen, was ich die ganze Zeit sagen wollte. Ich hatte mich seit unseres gemeinsamen Lebens nicht getraut, ihm zu sagen, dass ich ihn liebe. Ich dachte, es würde dann alles kaputt gehen. Der Zauber wäre dann vorbei. Ich habe es ihm nie gesagt. Ich liebe dich. Nie. Natürlich hat er es gewusst und wir haben es aneinander erlebt. Wir waren ein gutes Paar. Doch jetzt ist er tot. Es ging alles so schnell. Er ist einfach gestorben, mitten in der Nacht, als wir beide geschlafen haben. Ich hatte keine Chance mehr. Ein paar Stunden später, der Arzt hatte gerade den Totenschein ausgestellt, lief sie zum Fluss, um sich das Leben zu nehmen, weil sie dieses Gefühl nicht ertragen konnte. Ein Jogger rettete ihr damals das Leben, also keine Sorge,